Ja, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella. Und zwar für die Woche 22. bis 28. März 2021. Die Kartendecks, das Druid Craft Tarot von Philipp und Stephanie Cagon, das Gilde Tarot von Ciro Marchetti. Dann haben wir das Parot auf Palgen Cats. Das ist von Magdalena Messina und gemalt von Luna Airagi. Dann haben wir das Orakel der Krafttiere von Colette Bernwied und das Seelenorakel von Alberto Veloldo, Colette Bernwied und Marcella Lobos. Ja, wir schauen uns auch diese Woche an, natürlich zuerst, was astrologisch drin ist, dann kommen wir zu den Kartenlegungen für die einzelnen Sternzeichen. Und wenn es was Neues gibt, findet ihr das am Ende. Und wie immer bekommt ihr auch als Anhang die Vorwoche nochmal mit auf den Weg, damit ihr euch anschauen könnt, was letzte Woche relevant war und was natürlich für diese Woche auch reinwirken kann, wichtig sein könnte. Ja, also vielleicht habt ihr Interesse, schaut es euch nochmal an. Falls Interesse an der Kanalmitgliedschaft besteht, auch da ist immer ein Film hinten dran, dass ihr euch informieren könnt, was da angeboten wird. Alles andere findet ihr unten in der Beschreibung unter dem Video. Da steht auch die Webseite, die E-Mail-Adresse, alles, wo ihr euch weiter informieren könnt. Und dann starten wir jetzt mit der Astrologie für diese Woche für alle. Ja, interessant, interessant, was wir auch letzte Woche hatten. Es war eine sehr schöne Energie. Schauen, wie es weitergeht. Wir haben Merkur und Uranus, die direkt am 22. ja, für Ideen sorgen, für mögliche Vorschläge, Veränderungen vorzunehmen. Man ist entgegenkommend, nett, freundlich mit Sonne und Venus. Und diese positive Verbindung hält vom 22. bis 30., also noch über diese Woche hinaus. Und gerade genau wird sie am 26. Es ist eine sehr schöne Zeit, um ja vielleicht mit kleinen Gesten anderen zu zeigen, wie sehr man sie schätzt, auch sich beschenken zu lassen, miteinander liebevoll umzugehen. Und natürlich gibt es auch immer mal wieder Höhen und Tiefen, das ist ganz normal. Wir haben zwischen 23. und 25. März den Merkur, der quer zu Mars steht, und dann ist man sehr geneigt, andere zu kritisieren. Und das aber einzustecken, könnte schwierig werden. Wer hört schon gerne Kritik? Aber wenn du das überlegst, dann solltest du dir vielleicht auch überlegen, ob unbedingt die Kritik sein muss. Ja? Und dann haben wir den Palmsonntag. Und der steht in der Waage. Das fördert wieder, ich sag mal, Freundlichkeit, Ausgewogenheit, Diplomatie, ja, vermitteln, ja. Und ich denke, dass es grundsätzlich eine sehr positive Woche ist, die hoffentlich jeder auch entsprechend positiv nutzt. Und das mit der Kritik lieber nochmal nachdenken. Ja, überleg dir, wie gerne du Kritik hörst, und dann kannst du dir vorstellen, wie gern das jemand anders hört. Schauen wir jetzt, wie das bei den einzelnen Sternzeichen ist. Ich wünsche euch ebenfalls eine schöne, angenehme Woche und bin gespannt. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann, zum Taroskop mit Ella für die Woche 22. bis 28. März 2021. Was erwartet dich in dieser Woche? Ja, Jupiter ist dir wohlgesonnen, Saturn haut dir auf die Finger, wenn du die Details nicht beachtest, das kennst du schon. Uranus sorgt für mächtig Unruhe und immer wieder neue Entwicklungen. Und ja, das kann natürlich ziemlich viel auf einmal sein und natürlich auch mal überfordern. Achte darauf, genügend Ruhepausen einzulegen. Neptun ist jetzt nicht aktiv, Pluto auch nicht direkt, aber die können natürlich auch in Konjunktionen wirksam werden. Was haben wir jetzt mit Mars in den Zwillingen für dich? So, was haben wir? 4. März bis 23. April, unternehmungslustig bist du und Sport steht an. Ja, Frühlingsgefühle, klar, ne? So ein bisschen raus und die Dinge in die Hand nehmen, und beweglich bist du sowieso. Wir haben ja die Venus im Widder
Und ich schaue mal gerade, ob das da jetzt, ja. Venus im Widder ist sehr günstig und sorgt eben auch dafür, dass du dich um dich kümmerst und möglichst schöne Erlebnisse hast. Also raus in die Natur, Bewegung, Kontakte pflegen, sofern möglich. Und das ist ja auch schon mal sehr viel wert. Gute Argumente hattest du bis 15. März. Ja, ich denke mal, dass wir einen neutralen Merkur haben. Ich schaue mal gerade. Du kannst dich gut durchsetzen und magst Diskussionen. Also ich denke mal, dass du mit Merkur gut bedient bist, wenn auch nicht außergewöhnlich. Also es geht ums Sportliche, um die Bewegung, um die Abwechslung, auch um gute Kontakte, schöne Erlebnisse mit Jupiter. Also es kommt eigentlich auch ein bisschen darauf an, was du daraus machst. Ja, schauen wir uns das jetzt mal in der Kartenlegung an. Na, dann bin ich mal gespannt, was das für die Wassermänner in dieser Woche bedeutet, was wir so haben. Es ist eine allgemeine Legung für alle im Zeichen Wassermann Geborenen. Und das bedeutet, dass das eben eine allgemeine Legung ist und keine persönliche. Du kannst dir aber alles, was da in der Wetterkarte der Energien kommt, zumindest mal anschauen. Und was dir da nützlich und hilfreich erscheint, natürlich in die Tat umsetzen, wenn es für deine persönliche Situation hilfreich ist. Wir schauen uns zuerst an, wie immer, was kommt von außen? Was hast du im Außen von den Mitmenschen in dieser Woche zu erwarten? König der Stäbe. Wir haben ja Sonne auch im Widder. Das ist eine feurige Energie, Durchsetzung stark, mit dem Kopf durch die Wand vielleicht. Vielleicht, muss ja nicht. König der Stäbe ist optimistisch, bleibt dran, hartnäckig, sportlich natürlich auch, optimistisch, positiv. Das ist eine gute Energie, die von außen kommt. Schauen wir uns an, wie du dich selber siehst in dieser Woche, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was nicht so gut ist in dieser Woche und wie diese Woche für dich ausgeht. So, das ist jetzt mal so, wie gesagt, die Übersicht der Woche. Kommen wir zu den Wochentagen. 7 Karten werde ich auslegen für die ganze Woche, weil wir sind bei der allgemeinen Legung. Und da wird es natürlich so sein, dass das bei jedem Wassermann in einer anderen Reihenfolge stattfinden kann. Das ist wichtig zu wissen, damit man jetzt nicht denkt, das muss genau exakt in dieser Reihenfolge passieren. Wir wollen natürlich auch erfahren, wie geht der Wassermann in dieser Woche auf seine Mitmenschen zu? Was ist deine Energie als Wassermann? Was haben die anderen von dir zu erwarten? So, wir haben 5 der Münzen. Das ist der Rückzug. Okay. Und vielleicht bist du ja auch alleine mit sportlichen Dingen beschäftigt. In der derzeitigen Situation wäre das durchaus denkbar. Wir legen jetzt erstmal die 7 Karten aus und schauen, was da in dieser Woche für dich drin ist. Was haben wir da für den Wassermann? So, wie gesagt, wir beginnen jetzt erstmal damit, wie siehst du dich selbst? 3 der Münzen als Teamplayer. Also du hast mit anderen gemeinsam Ziele, die du verfolgst und die ihr im Team schaffen könnt. Also du siehst dich als Teamplayer in Zusammenhang mit anderen, Familie, Freunde, Kollegen, Kolleginnen, wie auch immer, wo du dann kräftig mit anpackst. Schön. Erdenergie, Pragmatismus, also du bleibst dran. Dein Wunsch ist die 8 der Münzen. Die 8 der Münzen ist der Job. Das kann bedeuten, dass du etwas fertigstellen möchtest, erledigen möchtest, vollenden möchtest vielleicht auch, wenn es als Wunsch kommt. Oder es geht um eine Arbeit, einen Job, den du gerne erreichen möchtest. Kann auch sein. Hoffnung und Ängste haben wir 4 der Stäbe, Hausheim, Familie. Klärungen oder dass das harmonisch verläuft in dieser Woche. Ich denke, das sollte es. Vielleicht gibt es was zu feiern, wie auch immer. Gut für dich ist das Ass der Stäbe, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Das heißt, wenn du dich mit Leidenschaft einer Sache, einem Ziel, einem Projekt verschreibst, bist du auf der sicheren Seite. Also du musst schon wirklich auch Herzblut und Energie reinhängen. Nicht gut ist die 2 der Stäbe. Wenn man unentschlossen ist, also wenn man jetzt vielleicht nicht weiß, wohin und vielleicht gar nichts macht.
Der Ausgang in dieser Woche ist der König der Kelche, liebevolle Energie, der Umgang mit anderen und vielleicht auch so, man kann mit Charme viel mehr erreichen. Das ist nicht schlecht. Vielleicht ist auch jemand besonders nett zu dir. So, da haben wir die 6 der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen. Es geht hier im Team darum oder im Zusammenspiel mit anderen darum, dass man fair behandelt wird und auch fair behandelt selbst. Also ausgewogenes Geben und Nehmen. Dann haben wir die 4 der Schwerter. Da ist die Überlegung oder die Ruhephase, vielleicht auch die Vorbereitung auf etwas, die Klärung. Ja, es ist eine Überlegung, wie geht es weiter? Wie erreiche ich das, was ich erreichen möchte? Also Planung. Dann haben wir den Page der Kelche, liebevolle, sympathische Energie, nicht übertrieben liebevoll, aber nett. Vielleicht im Zusammenhang mit Familienmitgliedern oder im nahen Umfeld, kann auch Freundeskreis sein. Dann haben wir die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit, auch finanziell, aber auch partnerschaftlich. Ein leidenschaftlicher Neubeginn kann natürlich auch in Beziehungen stattfinden, dass da, ja, ich sag mal, was passiert. 10 der Münzen, der volle Zyklus, Stabilität und Sicherheit, vielleicht stehst du auch besonders gut finanziell da. Oder es ist eben Festigung in Bezug auf Partnerschaften. Wir haben den Gehängten. Der Gehängte ist Stagnation und bedeutet, sich einen Überblick über die ganze Situation zu verschaffen. Das kann die eine Energie sein, also dass das die eine Entscheidung ist, dass man erstmal schaut, wo stehe ich und wo will ich hin. Und dann haben wir den König der Stäbe, Feuerenergie. Das ist eben, dass man aktiv daran mitarbeitet, also Stagnation oder Aktivität, je nachdem, oder dass das eine Energie von außen ist, die dich vielleicht dorthin pusht. Und wir haben die Obsession, das ist die Übertreibung. Ja, entweder schmiert dir jemand Honig um den Bart, um etwas zu erreichen, oder umgekehrt. Ja, ganz ungewohnt beim Wassermann, aber durchaus möglich, natürlich. So, schauen wir uns mit dem dritten Kartendeck an, was bei den 3 der Münzen so geht. 7 der Münzen, da ist ja für seine Belange einstehen, wehrhaft sein, vielleicht auch Widerstand. Und das Rad des Schicksals. Also es kann natürlich sein, dass es da ein paar Hindernisse gibt, Blockaden, Schwierigkeiten oder Dinge, die man erst überwinden muss, bevor man dann als Team wirklich so zusammenarbeitet. Das kann bei dir liegen, das kann aber auch bei den anderen liegen. Das Rad des Schicksals ist wieder eine sehr langsame Energie. Also man muss vielleicht erst diese Hindernisse bewältigen. So, dann haben wir, oder es ist halt Karma, was wirkt, was so ein bisschen, ja, ein bisschen als Bremse wirkt. Die 8 der Münzen, da ist der Erfolg. Dann haben wir den Wagen, die Zügel in die Hand nehmen und am Erfolg arbeiten. Das ist wieder, ich sage jetzt mal, aktive Energie, Ass der Stäbe. Also die Zügel in die Hand nehmen und am Erfolg arbeiten. 4 der Stäbe in Hoffnung und Ängste, 10 der Kelche und ja, der Teufel, die Obsession. Okay, das kann bedeuten, dass es übertrieben wird oder vielleicht auch, dass es, man kennt das ja vielleicht auch, dass Liebe, Zuneigung, Zuwendung ein bisschen, ja, einen unter Druck setzt. Das kann auf beiden Seiten liegen. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Das Ass der Stäbe ist gut. Wir haben die 10 der Schwerter. Man kommt über Hindernisse oder Enttäuschungen hinweg. Und da ist der Herrscher. Ja, man nimmt die Dinge in die Hand. Man sorgt dafür, dass die Dinge laufen. So, 2 der Stäbe, Unentschlossenheit, da haben wir die positive Energie der Sonne und die 5 der Münzen. Also vielleicht ist es auch so, dass du es gerade genießt, nichts entscheiden zu müssen oder du willst nichts entscheiden. Dass du mit der 5 der Münzen den Rückzug genießt, kann auch sein. König der Kelche, die Stärke, das innere Biest zähmen und die Liebenden. Also es kann bedeuten, dass man eben seine Gefühle im Griff hat und dass man hier vielleicht auch ja ein bisschen mehr Gefühl zeigt. Durchaus möglich, warum nicht?
So, die 6 der Münzen. Ausgewogenes Geben und Nehmen, Neuanfang und 8 der Schwerter. Okay, da ist ein bisschen Hindernis drin. Ich sehe das gerade auch so in der Arbeit in Bezug auf das hier, dass da vielleicht noch ein paar Dinge geklärt werden müssen, die noch nicht besprochen wurden. Und da ist dann die 4 der Schwerter dazu da, darüber nachzudenken oder eine Lösung zu suchen. Wir haben die 3 der Kelche, Geselligkeit, und wir haben die Herrscherin. Also gesellig sollte es sein, liebevoll entgegenkommt, vielleicht auch Spaß zusammen haben. Wir haben gehört, du sollst die Zeit nutzen, auch ein bisschen was tun, dich bewegen, rausgehen, Kontakte knüpfen. Und ich denke, vielleicht hat es auch mit der Arbeit zu tun. Page der Kelche, König der Münzen. Also nett und freundlich in Richtung Erdenergie und 7 der Schwerter. Okay, die 7 der Schwerter ist natürlich nicht so schön. Das bedeutet, dass man freundlich ist, dass man Sicherheit und Stabilität sucht. Vielleicht ist es auch jemand anders. Und 7 der Schwerter ist das Verborgene. Entweder absichtlich verborgen oder etwas, was noch nicht bekannt ist. Wir haben ja auch hier mit dem Teufel und der 10 der Kelche ein bisschen eine Schräglage. Wir haben die 10 der Münzen. Wir haben den Magier, Manifestation und die 6 der Schwerter. Entspannt am Erfolg arbeiten. Du nimmst die Dinge in die Hand. Okay, du kommst über Dinge hinweg, die vorher nicht so gut geklappt haben. Der Gehängte, 6 der Kelche, Vergangenheit, sich im Überblick über die Vergangenheit machen. Und da haben wir die 5 der Schwerter. Da ist etwas vielleicht innerhalb der Vergangenheit, was, ja, was zum Konflikt führen kann. Auch in Bezug auf die Entscheidung, vielleicht auch mit Haus und Heim, mit dem Herrscher. Also es muss nicht bei dir liegen, es kann auch an außen kommen. Was ist der König der Stäbe, Ritter der Schwerter, schnelle Energie und der Turm? Also da kommt wahrscheinlich von einer Feuerenergie nicht so viel, weil wir haben schnelle Energie und den Turm. Also da kommt wahrscheinlich nichts. Vielleicht auch der Rückzug. Also ich denke mal, es sind verschiedene Szenarien. Einmal der Rückzug von dir, das ist vielleicht hier der Gehängte, dass du die Situation versuchst zu erfassen. Wir haben ein bisschen, ja, schwierige Situationen mit Unterdrucksetzen, gefühlsmäßig vielleicht. Das ist natürlich nicht so schön auf beiden Seiten nicht. Wir haben hier was Verborgenes. Also es ist nicht ganz leicht, aber du kannst die Hürden nehmen, denke ich. Was ist der Teufel? Da ist deine Energie, die Wassermann-Energie, der Stern, die Heilung und der Neuanfang. Okay, also ich denke mal, wir haben schon ein paar Punkte, die schwierig sind. Wir haben hier den Teufel, die Obsession. Wir haben die Wassermann-Energie. Es ist vielleicht deine Energie, in irgendeiner Form zu übertreiben und etwas zu beenden, hinter sich zu lassen. Oder den Neuanfang zu forcieren, zu viel zu machen. Okay, also es gibt ein paar Hindernisse, die in dieser Woche überwunden werden wollen. Und die 5 der Münzen kann natürlich sein, dass du erstmal in dich gehst und darüber nachdenkst in aller Ruhe, um dann eine Entscheidung zu treffen. Es wäre nicht gut, wenn du nichts machst in dieser Woche. Ja? Wir haben das Krafttier Schildkröte. Langsam kommt man auch ans Ziel. Also nicht zu hastig vorgehen. Gut überlegt ist besser. Wir haben die Nummer 49. Die Schildkröte. Die Botschaft lautet, wenn du tust, was du zu tun hast, einen Fuß vor den anderen setzt und darauf vertraust, dass du deine Vorsätze im perfekten Zeitmaß verwirklicht siehst, dann werden Wohlergehen und Liebe in deinem Leben einen immer größeren Raum einnehmen. Das ist es, was dir der Geist der Schildkröte jetzt sagen will. Es ist jetzt nicht die Zeit, um herumzujagen und zu versuchen, die Dinge zu forcieren. Bewege dich langsam, vielleicht sogar so langsam, dass es sich fast so anfühlt, als kämst du nicht vom Fleck. Vielleicht musst du auch erst einmal kriechen, bevor du laufen kannst und dir Zeit nehmen, um dich dem Tempo des Schildkrötengeistes anzupassen. Sieh dich um auf dem Weg, auf dem du bist und tue, was in diesem kurzen Augenblick, der so bald vergangen sein wird, für dich zu tun ist. Der Geist der Schildkröte erinnert dich daran, dass es manchmal am besten ist, langsam zu machen. Wenn du also das Gefühl hast, nicht genug zu tun, dann wisse, dass es wichtiger sein kann, einfach des Geschehens um dich herum gewahr zu sein, um zu erkennen, ob du auf dem Absatz kehrt machen oder weiter einen Fuß vor den anderen setzen solltest. Wahre Liebe und wahrer Erfolg brauchen Geduld, sagt der Schildkrötengeist.
Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt und der nächste Schritt wird sich dir offenbaren. Also nicht hetzen. Ja? Wir haben natürlich das Ass der Stäbe, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Wir haben den Erfolg bei, nein, die 6 der Kelche ist das. Wir haben die 6 der Kelche hier. Wir haben den Erfolg bei der harten Arbeit. Also sich überlegen mit den 4 der Schwertern, was als nächstes zu tun ist. Und nicht hetzen. Ja? Das sagen die Karten. Okay, Schildkrötengeist. Wir haben ja auch hier die Außenenergie des Königs, der Stäbe, Feuerenergie. Da haben wir den Ritter der Schwerter. Das ist diese schnelle, feurige mit dem Kopf durch die Wandenergie. Und da ist der Turm, der das Ganze bremst. Und ich denke, dass es auch eben langsam machen, nicht überstürzen. Ja, nichts forcieren, übertreiben. Ja, mit dem Teufel auch nicht. Das wäre nicht gut, den haben wir hier auch, nichts übertreiben. Wir schauen mal, 7 der Schwerter stört mich hier ein bisschen mit dem König der Münzen. Da sind so ein paar Dinge noch nicht klar. So, und solange du da nicht vollkommen sicher bist, solltest du dir wirklich auch jeden Schritt gut überlegen. Was haben wir jetzt mit den Orakelkarten der Schamanen für diese Woche für dich? Schauen wir mal, was beim Wassermann diese Woche die Schamanen haben. Was raten sie dir oder worauf machen sie dich aufmerksam? Wir haben die Karte der Kreis, die Nummer 8, der Kreis. Es ist so ähnlich wie das Rad des Schicksals. Wir schauen mal, das ist die Nummer 8. Die Nummer 8, Augenblick, Seite 36. Okay, der Kreis. Die Essenz, diese Karte spricht von Vereinigung, Vernetzung und Kontinuität. Der Kreis erinnert daran, dass wir alle eins sind. Tänzer in einem einzigen kontinuierlichen Kreislauf. An die Zyklen des Lebens und das sich entwickelnde Selbst stets in Veränderung begriffen und immer verbunden. Mensch, großer Geist, Kosmos, alles im Kern zusammengehörig. Die Einladung, wenn sich der Kreis zeigt, erinnert er dich daran, dass du mit allem und jedem verbunden bist, auch mit dem großen Geist. Das Wesen des großen Geistes schlägt sich in deinem Herzen nieder und regt dich an, zum Mitschöpfer deiner Welt zu werden. Aus dem Wissen heraus, dass dein Leben einen höheren Sinn hat. Stell dir nur vor, schon ein bloßes Lächeln, das du einem anderen Menschen schenkst, kann den Lauf eines Lebens verändern. Lädt dich der Kreis zum Tanz auf den heiligen Stufen des Lebens, sei dir bewusst, dass deine Arbeit, deine Liebe, deine Dienstbereitschaft von weit größerer Wertigkeit sind, als du dir auch nur vorstellen kannst. Bleib dabei, tanz weiter und alles wird gut. Die Medizin. Präsentiert sich der Kreis als Medizin, bist du aufgerufen, die Bedeutung von Verfall und Loslassen verstehen zu lernen. Die Bedeutung des Absterbens in der alten Form und der Wiedergeburt in einer neuen. Angesichts von Herausforderungen wie Verlust oder Enttäuschung solltest du dir vor Augen führen, dass im Kreislauf des Lebens nichts je verloren geht. Die Liebe wird sich wieder einstellen, eine Idee oder Chance wird neuen Wohlstand erzeugen und der große Geist wartet stets darauf, dass du im allumfassenden Tanz deinen Platz wieder einnimmst. Also falls etwas nicht so klappen sollte, ist das nicht vergebens, sondern es ist vielleicht verschoben, es ist vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wichtig oder richtig. Ja? Also hier nimmst du auf jeden Fall, denke ich mal, die Dinge in die Hand. Obwohl du auch hier mit dem Gehängten ein bisschen dir Zeit nehmen solltest, die Dinge, die vielleicht aus der Vergangenheit nicht so gut gelaufen sind, nochmal zu überdenken. Ja, und schnell und mit dem Kopf durch die Wand funktioniert leider nicht. Ich habe noch einen Spruch für dich für diese Woche. Den habe ich dir rausgesucht aus dem Internet. Und da weiß ich auch nicht, wer der Verfasser ist, aber er heißt, der schlimmste Weg, den man wählen kann, ist der, keinen zu wählen. Das ist einfach so, dass dann das Schicksal greift. Also es wäre schon gut, wenn du dich entscheidest auf deinem Weg für eine Sache, für eine Situation, ein Projekt, was auch immer, dass du selbst das Gefühl hast, du bestimmst den Weg mit. Wenn du dich vom, ja, so ein bisschen treiben lässt und wirklich keine Entscheidung triffst, dann kann das natürlich für dich auch unangenehm werden. Deswegen denke ich, es ist besser, aktiv zu sein, als alles über sich ergehen zu lassen. Aber ich denke, als Wassermann bist du eh aktiv und auch wenn sich Hindernisse in den Weg stellen, gehst du sie langsam an und siehst das als großen Zusammenhang. Vielleicht ist es auch die Karte, um den Zusammenhang aller Dinge zu erkennen. Ja? 5 der Münzen kann ja auch Einsamkeitsgefühl sein in der derzeitigen Situation. Ja, durchaus möglich. Die Außenenergie ist feurig, aber auch die wird ein Stück weit gebremst mit dem Turm. Also es geht nicht schnell, es geht auch gemächlich und langsam.
Also ich denke mal, dass du auch gerne mal alleine bist hier und die Entscheidung vielleicht auch fällst. Es kann halt mit der Sonne und den fünf der Münzen kann es durchaus auch ein bisschen Bequemlichkeit sein. Ja? Ja, wie gesagt, das ist für jeden ein bisschen anders in der Realität. Vielleicht magst du ja berichten, was du davon für dich mitgenommen hast, was du vielleicht umgesetzt hast, was dich beflügelt hat oder wo du ja die Entscheidung getroffen hast, wenn du magst. So. Und wenn es dir gefallen hat und du da so ein bisschen ja, Anspruch gefunden hast für dich, also was dich angesprochen hat, was dir ein Stück weit ja so ein bisschen ja, Intuition auch mitgegeben hat oder Impuls, dann lass gern ein Däumchen hoch da. Dann habe ich auch etwas von dir, nämlich eine Wertschätzung für meine Legung, dann freue ich mich. Ich wünsche dir auf jeden Fall möglichst wenig Hindernisse oder dass du diese schnell überwindest, dir Klarheit verschaffst oder eben auch das, was nicht so gut läuft, für dich langsam aber sicher auflösen kannst. Ja, dann wünsche ich dir eine schöne, ereignisreiche und positive Woche und sag mal, bis bald. Ja, meine Lieben, es gibt ein paar Neuigkeiten. Ja, es gibt erstmal die Neuigkeit, dass ich jetzt auch demnächst Mehrwertsteuer abrechnen muss. Das heißt, ich werde ab 1. April, und das ist kein Scherz, ein bisschen die Preise erhöhen müssen. Ich werde das ankündigen und ich werde auch die Preisliste dann rechtzeitig reinstellen, sodass ihr wisst, dass es leider ein bisschen mehr sein muss. Aber wie gesagt, ich muss jetzt auch Mehrwertsteuer und Rechnung mit Mehrwertsteuer erstellen. Ich müsste das eigentlich schon ab März, aber ich mache das ab April für meine Kunden. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, wenn ihr Aufträge abgeben wollt für mich, könnt ihr das noch machen zum alten Preis. Der neue Preis wird ab April bekannt gegeben. Wie gesagt, ich werde das so regeln, dass die Preise jetzt nicht total überhöht sind. Ich werde praktisch die Mehrwertsteuer, die draufkommt, teilen zwischen euch und mir, sodass eben da nicht so Riesenpreise rauskommen, aber es muss halt sein. Ja, meine Lieben, tut mir leid, aber es ist halt so. Das andere, momentan funktioniert das auf der Webseite noch nicht mit dem SEPA-Lastschrifteinzug, also dass ihr automatisch auch Aufträge dort einstellen könnt. Das liegt am Dienstleister, ich weiß nicht, wo es hakt, aber ich kümmere mich drum, aber leider ist das noch nicht passiert. Also ich werde das in naher Zukunft nochmal bekannt geben, wann das dann funktioniert. Und dann wird es vielleicht in naher Zukunft auch etwas Neues geben, das werde ich aber dann bekannt geben auch, einfach was euch vielleicht auch gefallen wird, was ihr ja mal als Überraschung erleben werdet. Wenn ich es schaffe, mache ich das schon ab April. Ich kann es nicht versprechen, weil das also auch eine zeitliche Sache ist. Aber ich hoffe, ihr freut euch immer mal wieder was Neues zu hören, was so passiert und wie es so aussieht und könnt mir gerne dazu auch ein Feedback geben. Also ich freue mich auf euch und sage bis bald. Tschüss!